Ehrenamtliches Engagement wird belohnt, so auch bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Am 27. Oktober fand die Ehrung der ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer sowie Schlichterinnen und Schlichter mit 20- und 25-jähriger ununterbrochener Tätigkeit in der Berufsausbildung statt. 2016 feierte die Veranstaltung Premiere und erlebte in diesem Jahr ihre zweite Auflage. Stefanie Klemmt, Geschäftsführerin des IHK-Bereichs Berufsbildung, führte die Auszuzeichnenden und Gäste durch die Veranstaltung. Diejenigen, die bereits 20 Jahre ehrenamtlich tätig waren, wurden von der IHK-Vizepräsidentin Claudia Meffert mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Wer sich bereits 25 Jahre ehrenamtlich engagiert hat, der wurde mit einem gravierten Glasquader ausgezeichnet. Für die Prüfer der Berufsausbildung ist das Abnehmen einer Prüfung mit viel Vor- und Nacharbeit verbunden, wobei sie in der Prüfung kaum selber in den Fokus rücken. Dennoch, ohne das ehrenamtliche Wirken der Prüfer könnten die Leistungen in der Berufsausbildung kaum gewährleistet werden. Wer die Aufgabe eines Prüfers übernimmt, der weiß, dass dies nur in wenigen Ausnahmen die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Ihr Wirken im Prüfungsausschuss wird häufig unzureichend gewürdigt. Dabei sind die Ausbildungsleistungen der Wirtschaft und die Arbeit der IHK in der beruflichen Bildung ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz und ihre Sachkunde völlig undenkbar. Für die Prüfer und Schlichter ist klar, dass sie ebenso maßgeblich an der Qualität der Ausbildung beteiligt sind wie die Ausbilder in den Betrieben. Doch im Laufe der Zeit ändern sich die Anforderungen an die Ausbildung und damit auch die Prüfungsschwerpunkte. Diesen Wandel merken auch die Prüfer in den Prüfungen selbst. Ja, ich denke schon, dass sich da was verändert hat. Wir haben ja früher, als wir angefangen haben zu prüfen, haben wir eher Fachkenntnisse abgeprüft. Das heißt, da war das eher so eine Kenntnisprüfung. Jetzt machen wir bei den Bankkaufleuten Kundengespräche, das heißt also Verkaufsberatung. Und ich muss sagen, da ist der Schwierigkeitsgrad doch etwas geringer, weil da Sozialkompetenz eine große Rolle spielt und die Wissenssachen nur noch mit 40% bewertet werden. Auch wenn die Berufsausbildungen sich im stetigen Wandel befinden, so können die Prüfer und Schlichter auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der ihnen hilft, den Berufsausbildungsstandard weiter zu festigen.